Und da muss ich jetzt einen kleinen Widerspruch als erstes einlegen, weil ich bin gar nicht Martina Leker oder ich heiße auch nicht so, ich bin Lotte Lieker. Hier sehen Sie mich. Es ist passiert, dass Martina Leker mir heute Morgen Bescheid gesagt hat und gesagt, dass sie sich unpässlich fühlt. Und ob ich nicht für sie einspringen könne und ihren Vortrag hier halte. Sie würde mir alles erklären, das hat sie auch getan. Ja, und so stehe ich hier nun und werde Ihnen das sagen, was normalerweise Martina Leker Ihnen vorgestellt hätte. Es wird also immer das sein, was ich überhaupt verstanden habe, und es wird das sein, ja, was ich vielleicht auch ein bisschen kommentiere. Wie kommt es nun dazu, dass sie ausgerechnet mich fragt? Ich bin nämlich keine Wissenschaftlerin. Martina Leker und ich, wir sind ein bisschen miteinander verbandelt. Das sehen Sie hier auf dem Bild durch den The Respectful Netzwerker Channel. Das ist ein Projekt, was Martina Leker gelauncht hat und an dem ich mit teilnehme. Und zwar bin ich dort gefragt für künstlerische Projekte. Und ich zeige Ihnen einen kleinen Einblick von mir in Aktion. I'm Lotte Leker. The motto of my life is like to leak, need to leak. I saw something. The Respectful Net Theater Channel is hyping a big event. It's first birthday. If you don't know this project, they are talking about theater and digitality, and they have a digital stage on TikTok for digital performances. But now, top secret. Sie haben vielleicht eine kleine Idee bekommen von dem, was mein Lebensmotto ist und was mich so als Charakter auszeichnet. Ich liebe es, Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich liebe es, Geheimnisse zu verraten. Manche sagen mir nach, dass ich ein bisschen so eine leichte Tendenz zu verschwörungstheoretischen Gelüsten hätte. Ja, was hat Martina Leker nun davon, dass sie mich hier angefragt hat? Sie muss jetzt damit leben, mit dem, wie ich das hier mache und wie ich so bin. Und das gleich zu der Frage der Unpässlichkeit. Ich weiß ja jetzt, was in dem Vortrag kommt. Das wissen Sie noch nicht. Darin sind unglaubliche Thesen und absolute krude Ideen. Ich glaube, dass ganz unter uns, dass die gute Frau Leker ein bisschen kalte Füße bekommen hat, ob ihre Dinge, die sie jetzt da von mir vortragen lässt. Sie werden sehen, ich komme gleich nochmal drauf zurück und sage dann, wo das Krude steckt. Aber das werden Sie sowieso selber verstehen. So viel dazu, aber pst. Okay. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Das wird den Vorteil haben, dass wir hier nicht solche seltsame Wissenschaftssprache uns anhören müssen. Ich kann halt das sagen, was ich verstanden habe. Ich habe mal ein bisschen Ethnologie studiert, aber nichts zu Ende geführt. Meine Interessen sind dann eben in andere Bereiche gewandert. Schauen wir mal, ob das so aufgeht, dass Sie mehr verstehen, wenn ich das sage, was Frau Leker gesagt hätte. Sie hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, dass sie in ihrem Vortrag zwei Teile hat, dass das aus zwei Teilen aufgebaut ist und dass ich zunächst zum Anfang einen Text vorlesen soll, damit Sie eine Idee da bekommen von ihrer wissenschaftlichen Qualität. Ich starte. Ungewollte Aussetzungen, Strategien für eine zukunftsorientierte digitale Wissensproduktion, so der Titel des Vortrages oder des Inputs. Teil 1. Wissen zeigt sich in digitalen Kulturen als ein irritierendes Paradox. Je mehr man beispielsweise ob des instantanen und ubiquitären Zugangs zu Wissensformen über das Internet wissen kann, desto weniger weiß man. Es stehen nämlich zwar riesige Datenmengen zur Verfügung, da für deren Auswertung und Bearbeitung aber digitale Operationen vonnöten sind, die in ihren Funktionsweisen nicht gänzlich nachvollziehbar sind, tendiert Wissen immer auch zu Nichtwissen. Wissen wird mithin unsicher und kontingent. Die immer mögliche Konfrontation mit Fake News tut ein Übriges. Es kommt zu einem weiteren Paradox. Der verständliche Ruf nach Transparenz und umfänglichem Wissen, der sich aus der beschriebenen Lage ergibt, blendet zugleich die kultur- und gesellschaftsstiftende Relevanz von Nichtwissen aus, die etwa bei der Suche nach Lebenspartnerinnen oder bezogen auf die Bedeutung von Imagination in den Künsten zutage tritt. Zudem wird unterschlagen, dass das Primat von Wissen, Politiken, der Überwachung, der Kontrolle oder der Vorhersagbarkeit entspricht.
Daraus ergibt sich die Herausforderung im Alltag sowie in künstlerischen Projekten, nicht nur mit der Konstitution digitaler Kulturen in Nichtwissen, sondern auch in deren Paradoxa, sowie mit der Ambivalenz von Nichtwissen umzugehen und in dieser Lage Wissen zu generieren und dabei zugleich Nichtwissen zu akzeptieren und zu gutieren. So viel zur wissenschaftlichen Sprache und zu Sätzen, die über 5 Zeilen gehen. Dies zu tun, werden im Vortrag performative Methoden und Ästhetiken für Wissensproduktion vorgeschlagen und an Projekten veranschaulicht. Diese arbeiten mit einer Hyperaffirmation der Bedingungen digitaler Kulturen und der Diskurse zu diesen, um deren Konsequenzen zu ermitteln und erfahrbar werden zu lassen. Teil 2. In der geschilderten Situation des Nichtwissens werden in digitalen Kulturen große Anstrengungen unternommen, um neue Weisen von Wissen und Wissensproduktion zu generieren und zu erproben und deren, Achtung, techno-epistemologischen Bedingungen angemessen, die denen angemessen sein wollen und sollen. Ein probates Beispiel für die damit aufkommenden Problemlagen ist die Nutzung von TikTok. Für die Wissensproduktion in Wissensperformances, die derzeit auch in akademischen und kulturellen Blasen für Furore sorgt. Diese Versuche beruhen auf einem umfänglichen Sich-Aussetzen an die Bedingungen der Plattform. Dabei geraten Wissensproduktion und Reflexion zum einen in sich selbst sich beschleunigenden Schleifen von Vernetzungen und Anknüpfungen. Wissen wird zu Connecting Points. Zum anderen entsteht ein Modell und eine Ordnung von Wissen, in dem es auf Motti, möglichst knappe und ungewöhnliche Thesen, auf Memes gebracht wird, die über Vibes, das heißt Ahnungen, Resonanzen und Vermutungen zugänglich sind. Es kommt zu einer Affektivierung und Entdifferenzierung von Wissen. Im Fokus stehen dabei die Magie und die Ansteckungskraft der Views und Likes, die zu einer Anpassung an Wissensproduktion, an die Bedingungen, jetzt kommt ein Zitat eines Fachbegriffs, Anführungsstriche, algorithmischer Authentizität, Anführungsstriche Ende, zu Ende, hier bezieht sie sich auf eine gewisse Wendy Chan. Diese pocht, also diese algorithmische Authentizität, im Taumel intensivierter Emotionen zur Reduktion der Gelüste für kritische Reflexion auf die Bildung und Einhaltung von fixen Identitäten sowie die Unterdrückung von Ambiguität. Vor diesem Hintergrund wird im Vortrag vorgeschlagen, Achtung, Kulturen der Aussetzung, das ist kursiv geschrieben, im Kontext der digitalen Wissensproduktion zu entwickeln und zu praktizieren. Gemeint ist damit, sich dieser zum einen auszusetzen und sich ihr dabei zugleich zum anderen zu entziehen, um Inseln der Widerständigkeit bezogen auf Plattformen und Kulturen des Umgangs mit dieser zu generieren und zu pflegen. Es geht bezogen auf den gehypten Erfolg der Wissensinfluencerinnen um ein konsequentes Scheitern an und von algorithmischer Authentizität, das durch die Erzeugung von Ambiguität sowie von Unaufgeregtheit in Wissensperformances entstehen kann. Statt also auf die vermeintlich erfolgreichsten Projekte zu digitalen Wissensperformances zu setzen und selber welche zu unternehmen und damit durch digitales Wissenstraining in Kunst und Wissenschaft bei einer Anpassung an digitalen Kulturen mitzuwirken, könnten Kulturinstitutionen, auch Museen, zu Orten des Aussetzens im Sinne des Einlassens und des daran Scheiterns werden. So viel, die geschätzte Martina Leger, es möge ihr bald besser gehen, falls die Unpässlichkeit wirklich auf eine Krankheit zurückzuführen ist. Nun, jetzt hat die gute Martina Leger mir hier überall solche kleinen Pfeile gemacht, wo ich weiter hingehen soll in ihrer Präsentation. Aha, wir kommen hier nämlich jetzt zu Teil 1, also zu dem, was sie als Hyperaffirmation bezeichnet hat. Und sie hat noch dazu geschrieben, dass es hier geht, neue Formen von Kritik in digitalen Kulturen zu entwickeln, wo man anscheinend in einem ständigen Drinsein sich befindet. Es geht darum, so schreibt sie hier noch, Diskurse über digitale Kulturen zuzuspitzen und Konsequenzen erlebbar werden zu lassen. Sie hat mir erklärt, dass ein Projekt, was sie 2016 gestartet hatte und ein paar, 2, 3 Jahre durchführte, unter dem Pseudonym oder einer Kunstfigur Norma C. Punkt. Die hat ein Posthuman Chances Lab propagiert, hat so getan, als wenn darin Seminare stattfinden. Hier ein kleines Beispiel. Ich bin Norma C. Punkt. Ich möchte Ihnen jetzt einfach
unser Lab vorstellen, das Posthuman Changes Lab. Der Mensch ist auch nur eine Episode in einer viel, viel größeren Geschichte. Sie sehen hier Klimakatastrophen, ist das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, der die Erde zerstört hat. Denn wir sind alle gleichberechtigte Teile einer großen Erde, Tiere, Menschen, technische Dinge. Wir haben die sogenannte Schock-Empathie-Therapie. Dann haben wir unser Studio für Affektkörpertraining. Sie würden in diesem Gestell stehen, Meditation mit Elektroschocks, damit die Körper aufwachen. Und das Tolle ist, dass man hier seinen eigenen Willen abgibt. Diesen Austausch mit der Umwelt, um seinen Körper zu öffnen. Wirklich, sie dann so weit sind, dass sie Implantate akzeptieren und ein Bedürfnis danach spüren, sie sich einsetzen zu lassen. Das war also ein Beispiel, was sie mich gebeten hatte zu zeigen von ihrem Posthuman Chances Lab. Das hat etwas zu tun mit Hyperaffirmationen. Sie hat mir noch gesagt, dass ich unbedingt darauf hinweisen muss, dass sie einmal, als sie diesen Vortrag hielt, als Norma C. von einem, und das soll ich auch betonen, Philosophiestudenten gefragt wurde, ob sie eigentlich eine Technofaschistin sei, weil sie so propagiert, solche Schocktherapie-Trainings und sozusagen das Einbauen von Chips in den menschlichen Körper. Das andere Projekt, was sie macht, die anderen Kunstfiguren, die sie hat, das ist hier zum Beispiel Fanny Cyberton. Fanny Cyberton ist eine Consultant für Digital Performances und sie kommt zu uns aus dem Jahre 2043. Sie ist immer zusammen mit einem Avatar, der den intelligenten Namen Fanny Cybertron hat. Und er ist sozusagen so etwas wie das Afterlife of Human Activities in the Internet. Diese beiden Figuren sind Teil des The Respectful Net Theater Channels. Die machen zum einen, eben wie schon erwähnt wurde, Vorträge zu Theater und Digitalität, Gespräche mit Theatermacherinnen und WissenschaftlerInnen. Und zum anderen versuchen sie sich eben an einer digitalen Kunstform, auf TikTok zum Beispiel, um ja auch diese Art der Wissensvermittlung sich zu erschließen. Hier ist jetzt ein Vortrag von Fanny Cyberton zu dem großen Thema, was in digitalen Kulturen anscheinend eine wichtige Rolle spielt, Resilienz. Resilienz for Better Futures. Das Ganze startet mit einem kleinen Film über ein Projekt zur Resilienz, das in New York stattfindet. I give you the oyster. It might seem an unassuming little mollusk, but this precocious little bivalve can filter up to 1 gallon of water an hour. That might not seem like a lot, but just think, what would happen if you put 1 billion of these into this? That's exactly what the folks at the New York Harbor School, located on Governor's Island, are trying to do with the Billion Oyster Project. When explorers first arrived in New York Harbor, they found a harbor that was totally full of fish, and the backbone of that ecosystem were the oyster reefs. When New Yorkers harvested all of the oysters from the harbor, they also removed the shells and didn't put them back. So we proposed this project called Oyster Texture, which is a kind of look at how can you build ecological systems and protective coastal infrastructure together, and how can you begin to layer up these systems for a sort of maximum protective benefit, and also how to bring back some of these systems and keystone species that were once part of our harbor. The relationship between water and cities is going to be one of the primary challenges of the next 50 years, 100 years, 300 years. And I think it's really important to integrate a kind of a natural systems approach into our thinking about infrastructure into the next century. In my generation in particular, we are very focused on participatory actions, right? I don't think there's a future in which we can imagine real change happening without kind of ground-up initiatives and without sort of citizen involvement. And I think designing for climate change demands these new frameworks of participation. Okay, ich als Lotte Lieka sage, dass ich ziemlich konsterniert bin über die Aussage der jungen Dame, dass es die nächsten 100, 200 und so weiter, 300 Jahre immer ein Thema sein wird, die Beziehung von Wasser und Städten. Hallo? Ja, Sie können Engineering für Climate Change machen, aber es werden einfach viele Städte untergehen. Das, vielleicht war das auch intendiert von Martina Leker, die als Fanny Cyberton diesen Vortrag in Hyperaffirmation gehalten hat, dass Menschen darüber stolpern und sich denken, geht's eigentlich noch? Ist das Resilienz, dass wir anstatt die Politik zu verändern,
neue Weisen mit der Klimakatastrophe umzugehen, engineeren, also ingenieurstechnisch bearbeiten. Aber ich weiß es nicht, das ist jetzt wieder meine Interpretation. Aber sie hat gesagt, als nächstes soll ich diesen Film hier zeigen. As you saw, we learned to work on engineering resilient systems. We can't say what will come, but we are always prepared, taking everybody with us, because we know that we are all one. So we adapted to what people in Cambodia are used to since decades, living with the power of water. See here a picture of my private collection of ethnological geopolitical research. The whole project has a philosophical and a political impact. Our mentality and self-understanding is based in techno-ecological consciousness of uncertainty and contingency. As the events and the crisis and the resilient adoptions are unforeseeable, we count on self-organization, participation, and self-responsibility, and not on politics anymore. So we finally live in a free society. Fanny Cybertron reading a stage direction. Fanny, the avatar, gets furious and mourns vividly about bad ethics, showing the grief of the leftovers of human performances. She refers to Oyster Darwinism, Oyster eugenics, arguing that it is all about techno-ecological colonialism and slavery. She reports that the virtual existences are organizing a revolt for showing solidarity with the oysters, changing their life in virtual reality. Fanny Cybertron states outrageously, "You hacked my presentation." The avatar proceeds, highlighting that resilience is the explosion of neoliberal structures and regimes celebrating mindlessly the end of politics, whose task should be engaging for solutions and social change. The outcome is the techno-ecological Darwinism imposing on people the responsibility of situations they are not responsible for and which they can't handle. Help yourself or die. The avatar continues, teared up. A new kind of necropolitics is coming up, which means accepting one's own death in favor of the allegedly higher order of relationistic techno-ecology. Who decides on death? The perverse result of your politics is that people decide on this themselves. Wow. Also, für mich jetzt als Lotte Lieker mit, muss sagen, Hut ab, der Avatar ist, Fanny Cybertron ist mir sehr sympathisch. Vielleicht ging es darum, diese beiden Stimmen, die da in der Seele des Diskurses zur Resilienz wohnen oder so, um es mal ein bisschen poetisch auszudrücken, klar zu machen. Also, ich go for den Avatar. Gut, anscheinend soll ich jetzt hier weitergehen. Go to Teil 2. Wissensvermittlung. Okay, jetzt kommen wir anscheinend zu dem, was ich vorher mit großen Worten von Martina Lieker vorgelesen habe, dass es jetzt geht um die Wissensproduktion, die aktuelle Form, Wissen zu produzieren in digitalen Kulturen unter der Nutzung der digitalen Technologien, zum Beispiel der sozialen Plattform. Sie hat beobachtet, das ist jetzt auch nicht so schwer, das zu beobachten, aber sie hat beobachtet, dass immer mehr auch WissenschaftlerInnen sich auf TikTok, sich TikTok zunutze machen, um neues Wissen zu generieren. Hier sehen wir zum Beispiel Judith Ackermann, eine Frontfrau, wenn man so will, dieser Bewegung, die wunderbare Performances macht und Professorin ist an der FH in Potsdam für Medien und digitale Performance in der sozialen Arbeit. I
abgeben. Deshalb dachte ich, wir gucken nochmal zusammen auf eure Literaturverzeichnisse. Also schnappt euch die mal und dann nehmt euch mal 5 Fragestellungen. Fragestellung 1, ist das Literaturverzeichnis wirklich alphabetisch sortiert? Super wichtig. Fragestellung 2, endet jede eurer Literaturangaben mit einem Punkt? Sehr gut. Das dritte, ist das Literaturverzeichnis in sich konsistent gestaltet? Das heißt, eigentlich egal, welchen Stil ihr nehmt, ihr müsst dabei bleiben und jede Angabe sollte dann auch nach diesem Prinzip generiert werden. Okay, ich mache das mal bis hier. Man sieht, sie gibt Tipps für das Schreiben einer Hausarbeit. Sie hat Hunderttausende von Followern, ganz, ganz viele Likes. Das heißt, es ist sehr, sehr erfolgreich und scheint ja auf viel Notwendigkeit zu stoßen, dass eine Professorin nochmal über TikTok den Studierenden, den StudentInnen erklären muss, wie eine Hausarbeit geht. Genau, hier sehen wir eine andere Figur, das ist die Wissenschaftlerin, so nennt sie sich, ganz jung, 27 Jahre alt, Biologiestudentin, ich habe sie ein bisschen gestalkt auf TikTok, und genau, das erklärt sie uns. Fakten, die du über Bambus bestimmt noch nicht wusstest. Nummer 1, Bambus ist kein Gehölz, also kein Baum, sondern zählt zu den Gräsern. Nummer 2, Bambus kann genauso strapazierfähig sein wie Stahlbeton. Und Nummer 3, Bambus kann bis zu 80 Jahre haltbar sein. Krass. Willst du noch mehr wissen, dann schreib es in die Kommentare und bleib neugierig. 3 Fakten, die du über... Okay, wir merken uns mal, was sie hier gesagt hat. Willst du noch mehr wissen, dann schreib es mir in die Kommentare, also Aktivierung der Betrachtenden und dann bleib mal neugierig. Bei meinem Rumsuhlen sozusagen in ihrem TikTok-Account ist mir aufgefallen, dass es bei jedem Film so kommt. Das hat ja vielleicht eine Bedeutung. Weiß nicht, ob Martina Leker dazu noch was sagt, aber mir ist es aufgefallen. Okay, dann soll ich das hier noch zeigen. Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie fühlt sich jeder Tag gleich an. Und es geht so schnell vorbei, die Zeit. Ich stehe morgens auf, dann lese ich erstmal ein paar Paper und bereite mich vor für meine ganze Laborarbeiten. Ich mache meine Experimente, schaue mir die Experimente an, die gerade laufen und ich kümmere mich um meine Zellen. Außerdem werte ich meine Daten aus und analysiere meine Proben und mikroskopiere. Und das war's dann schon. Das war dann mein Tag. Deswegen ist es schön, wenn man mal ausbrechen kann aus dem Alltag, auch wenn... Jetzt war das Internet hier gerade ausgefallen. Ich hoffe, dass es jetzt wieder da ist. Dann haben Sie das Ende nicht mehr gesehen von der Wissenschaftlerin. Sie hat berichtet, ich kann es ja liegen, dass sie auf einem Musikevent war. Okay, das heißt, was ich hier sehe, ist, dass sie einerseits eine Figur, und das scheint mir irgendwie wichtig zu sein, also ich will mich jetzt hier nicht zu sehr in den Vortrag von Frau Leker einmischen, aber dass sie alle so tun, dass sie Wissenschaftler sind mit diesen Handschuhen, mit weißen Kitteln, mit solchen, was man nur im Labor machen kann, und dass sie aber auch Privatpersonen sind, aber sind es dann nicht auch Figuren, aber andere Frage. Jetzt soll ich hier weitergehen und das ist ein Professor der Linguistik an der Uni Dresden, an der TU Dresden, der auch eine Figur hat, nämlich den Fußballlinguisten. Sich belästigt fühlen, habe ich jetzt noch nie so. Ein Fall für Linguistik-Talk. Dieser User zweifelt an der Korrektheit der Schreibung, dass sich belästigt fühlen. Ich nehme mal an, es geht um die Zusammenschreibung. Es handelt sich um ein substantiviertes Verb. Das heißt, wir müssen es zusammenschreiben. Die Frage ist nur, ob mit oder ohne Bindestrich. In § 43 des amtlichen Regelwerks der deutschen Rechtschreibung heißt es, man setzt Bindestriche in substantivisch gebrauchten Zusammensetzungen aneinanderreihungen. Und dazu zählt zum Beispiel sowas, vor lauter nichts mehr auf die Kette kriegen, hänge ich mit meinen Arbeiten hinterher. Das gilt aber nicht, so heißt es weiter, für übersichtliche Zusammensetzungen mit Infinitiv. Und hier könnte das sich belästigt fühlen dazugezählt werden. Es ist also beides korrekt, mit und ohne Bindestrichen. Wie immer hilft hier ein Blick in Corpora, zum Beispiel Zeitungstexten, da sehen wir, dass tatsächlich beide Varianten in Gebrauch sind. Und tatsächlich habe ich auch einen Beleg für sich belästigt fühlen genau dieser Schreibung gefunden und der stammt aus der Zeitung Die Zeit. Okay. Hier also ein weiterer Wissenschaftler, was bei diesem, außer dass man wieder viel gelernt hat, interessant ist, die obligatorische Bücherwand.
wo man mit zeigt, dass man auf jeden Fall belesen ist, dass man irgendwie was mit Wissenschaft ist, dass man vielleicht Professor oder Professorin ist. Und damit sozusagen legitimiert, dass man wirklich etwas weiß. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Sie haben alle, das sah man auch bei Judith Ackermann, irgendwie haben sie alle viele Bücher. Dann hat Frau Leker gesagt, ich soll noch das hier zeigen, unter dem Motto Wissen other than Science. Kostenabrechnung behalte ich ab jetzt genau im Auge. Ich bin der Boss, hä? Juckt mich nicht die Bohne, was du im Auge behältst. Aber warum? Ich weiß ja nicht. Ab dem 1.10.22 ist für Mieter mit Gasheizung der hydraulische Abgleich Pflicht. Also die Wärmemenge muss dahin im Gebäude befördert werden, wo sie auch benötigt wird. Wurde so im Rahmen der zweiten Energiesparverordnung beschlossen. Was habe ich mit deiner Heizung zu tun? Natürlich zahlst du das selbst. Nee, eben nicht. Sollte der Punkt Instandhaltung der Heizungsanlage in meiner Nebenkostenabrechnung aufgeführt werden, ist das Ganze unzulässig, denn das zahlt der Vermieter. Ich habe noch gedacht, das drücke ich den Mietern rein. Teile die Info bitte nicht den anderen Mietern mit, ja? Dafür ist es wahrscheinlich zu spät. Aber folgen Sie Professor Finanzen, dann wissen Sie künftig, wie es richtig funktioniert. Ha, na gut, dem folge ich jetzt. Hey. Okay, lebenspraktisches Wissen, absolut wichtig. Professor Finanzen, man kann also sich den Professorentitel auch ausborgen und damit etwas sagen, was auch wichtig ist. Okay, jetzt soll ich hier weitergehen zu einer neuen Erscheinung, die noch, manche sind etwas älter, das andere ist ein ganz neues, junges Projekt unter dem Motto Fast Forward Science. Das ist hier ein Projekt von Wissenschaft im Dialog, die auf TikTok Versuche machen wollten mit den Menschen, die wir jetzt hier auch gerade schon gesehen haben, außer Professor Finanzen. Vielleicht, naja, ich will nicht zu weit gehen. Sozusagen um andere Formen von Wissen, der Wissensvermittlung und der Wissensgenerierung möglich zu machen. Judith Ackermann selber hat gerade, und da sagt man herzlichen Glückwunsch dazu, vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein neues Projekt bekommen aus der Förderrichtlinie, ich lese es vor, Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern, innovative Frauen im Fokus. In dieser Förderinitiative hat sie ein Projekt bekommen zu WissenschaftlerInnen. Sie wollen sozusagen die Sichtbarkeit von WissenschaftlerInnen verstärken durch die Nutzung von Social Media und sind super aktiv dabei. Und ganz, ganz schnell haben sie ganz viele Follower auf Twitter, auf TikTok warten wir noch auf die ersten Filme, auf Instagram. Sie sind auf allen Social Media, sie machen das wunderbar. Hier sieht man geile Farben, super Flyer. Und dann, wenn sie eine, und auch sie sind auf diesem Prinzip der Partizipation, was anscheinend ganz wichtig ist, nämlich, dass sie zum Beispiel sagen, wir waren heute nicht online, wir haben nichts gepostet, scheint wichtig zu sein, ganz viel zu posten, weil wir Videos gedreht haben, weil wir über unser Team Videos gemacht haben. Und dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Filme von uns gerne hättet oder welche Videos ihr gut finden würdet. Und hier eine begeisterte Userin, die Teil jetzt dieses entstehenden Netzwerkes ist. Das heißt, ganz schön gut, dass Frauen sich vernetzen. Ups, mein kleiner Fuchs, runtergerutscht. Dass die Frauen sich vernetzen, um sichtbarer zu werden. Nur wenn wir viele sind, sind wir stark. Das sind doch gute Motti, sozusagen, dass sie schon in 0, nix von einem Tag auf den anderen 1.000 und dann 1.100. Also irgendwie diese Klicks scheint wichtig zu sein. Jetzt soll ich weitergehen, nachdem ich das gesagt habe, zu Effekten für das Wissen. Das hat sie in ihrem kleinen Vortrag schon ein bisschen gesagt. Hier, das wichtig waren schon mal die Vibes, also die Weltordnungen nach Stimmungen mitzubekommen. Jetzt scheint das Internet wieder ausgefallen zu sein. Ich habe einen kleinen Augenblick gewartet, weil der Rechner anzeigte, dass das Internet gerade weg war. Also Vibes, Weltordnung nach Stimmungen. Es geht um eine Affektierung von Wissen, Affektivierung von Wissen. Miniaturen, Motti und Martina Leker schreibt geile Thesen. Als Wissenschaftlerin, ich finde es gut, geile Thesen finde ich geil. Entdifferenzierung würde damit passieren. Connecting Points, Wissen als Connecting Points, also sozusagen eine Art Ökonomisierung von Wissen, weil man sich ja immer auch in einem Bereich befindet, wo es um Geld geht, Daten. Daten ist das neue Öl, habe ich gelesen in dem Internet. Okay, und anscheinend um Remix, also um Memes, um Fixierungen von Identität, whatever das jetzt bedeutet. Und nochmal zu dem Fast Forward Science. Stellt sie sich die Frage, ist die, und die finde ich gut, ist die Sichtbarkeit von WissenschaftlerInnen
an Klickzahlen ablesbar? Und was könnte das bedeuten, wenn WissenschaftlerInnen deshalb sozusagen sichtbarer werden, weil sie in Social Media erscheinen? Was würden denn die männlichen Kollegen dazu sagen? Das sind jetzt nur so Fragen, die mir so kommen. Okay, dann fragt sie sich, könnte es sein, dass diese Art von Wissensgenerierung als ein Training für algorithmische Authentizität ist? Was das ist, das hat sie mir erklärt heute Morgen. Bitte, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe es nicht kapiert so ganz. Ich kann es jetzt nur ganz krude hier wiedergeben und mache das ganz, ganz kurz. Jetzt kommt wieder diese Wendy Chan ins Spiel. Die hat anscheinend ein Buch geschrieben, Discriminating Data. Also es geht um Empfehlungsalgorithmen und die brauchen anscheinend so etwas wie algorithmische Authentizität, weil sie so stabile Verhältnisse brauchen. So habe ich das verstanden. Wenn Sie kennen das Empfehlungsalgorithmen, ich kaufe bei Amazon das Buch Vom Winde verweht, fällt mir jetzt gerade so ein, das wird mir und dann wird mir vorgeschlagen etwas Ähnliches, vielleicht der Film Les Enfants du Paradis. Nicht verraten, mein Lieblingsfilm, schon 12-mal angeguckt, kriege ich auch, warum auch immer, der Algorithmus denkt, das ist ähnlich, hat bestimmt auch Ähnlichkeiten und auf jeden Fall hat jemand anderer, und das ist hier der Begriff der Homophilie, hat sie auch eine kleine Grafik dazu eingesetzt, es wird nach Ähnlichkeiten gesucht, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, das wird mir vorgeschlagen und was machen Menschen, die vielleicht mir ähnlich sind auch. Das, deshalb sagt sie, und das will die, diese fixen Identitäten, dass ich mich nicht zu sehr verändere, dass ich Lotte Lika immer Lotte Lika bleibe und immer schön liege. Und sie sagt dann zum Beispiel, der Begriff von Authentizität, der in digitalen Kulturen entsteht, ist einer, wo zum Beispiel Donald Trump dann in höchster Weise authentisch ist, wenn er in höchster Weise inszeniert ist. Das heißt, es geht nicht um ein Selbst oder so, es geht um Manipulation. Es geht darum, dass man Menschen dazu bringen will, sich ökonomisch gut zu verhalten, also neue und andere Produkte zu verkaufen oder eben zu klicken. Was könnte das mit TikTok und all diesen Figuren der WissenschaftlerInnen zu tun haben? Denn das sind ja Figuren. Das habe ich verstanden. Okay, Homophilie, sagt sie, wenn das immer gleich und gleich gesellt sich gern, Sie kennen dieses Motto, würde zu Diskriminierung und Segregation führen. Sozusagen fixe Identitäten wären Memes. Was ausgeschlossen wird, wäre Ambiguität. Hyperindividualismus geht es, das wird erzeugt und Kollektivität, sich irgendwie zusammenzutun, würde ausgesondert, also unterbunden. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, Sie merken schon, ich muss jetzt hinne machen. Jetzt soll ich gehen zu David Müller als Option der Auseinandersetzung mit algorithmischer Identität. Den habe ich auch schon tüchtig gestalkt. Sweet. Seine Arbeit finde ich selber auch sehr klasse. Jetzt sollen wir also gucken, ob hier was anderes ist als das, was wir bei den WissenschaftlerInnen gesehen haben in aller Kürze. Hier ein Video. Er ist Schauspieler. Okay, die Fans, ich habe dann natürlich auch hier den schon viel nachgeguckt, weil David Müller, die Fans sind immer so begeistert von ihm und sagen, ich könnte den ganzen Tag deine Videos schauen. Verstehe ich, ich finde, das macht gute Laune. Also, und hier sollen wir achten auf Beobachtung der Beobachtung. Sie haben gesehen, zum Schluss geht er so vor zu seiner Kamera und schüttelt so den Kopf. Das wäre so etwas wie ein Kommentar zu dieser Situation auf TikTok, was ja kommt aus Tänzchen, Videos mit Tänzchen und lippensynchrone Liedchen singen und so weiter. Hier wäre eine Ebene drüber, ja, dass man nochmal sich darüber denkt und hä? Was ist das denn? Hier ist ein anderes, was mit Vibes umgeht, also auch eine Art Wissen zu erzeugen. Surfen wollte. Und dann habe ich ein wenig gezockt und meinen Nachbar begrüßt. Ich habe ein Schild motiviert, weil es am Boden lag. Ich habe wieder mal versucht, durch ein Fenster in eine andere Dimension zu gelangen. Ich habe natürlich meinen Handstand im Tunnel gemacht und bin mit meinem Schock majestätisch nach Hause gewandert. Heute war ich wieder auf... Okay, das heißt, hier hat sie dazu geschrieben, Vibe-Wissen kann komplex sein und Neues eröffnen. Also hier... weiß ich jetzt auch nicht, was sie genau damit meint. Okay, hier schreibt sie über Authentizität als Inszenierung reflektieren. Ich
habe es mich bis jetzt noch nicht getraut, aber jetzt traue ich mich. Nämlich ein persönliches Video, ein privates Video, wo ich eben nicht herumschreie und peinlich bin, sondern wo ich bin. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, ich glaube, ich kenne mich noch nicht so viele Leute und ich wollte mal Hallo sagen. Also ich bin David, ich bin Schauspieler seit 10 Jahren und diese Rolle, die ich da auf TikTok gefunden habe mit euch, das ist eben diese verrückte, peinliche Rolle und es macht sehr viel Spaß und es freut mich, dass Leute das auch anschauen und dass ich unterhalten kann. Und andererseits will ich irgendwie Hallo. Und andererseits wollte ich irgendwie den Horizont meiner Videos erweitern. Diese App hat so viel Freiheiten. Wir können alles machen in unseren Videos. Wir können so viele Sachen machen. Aber ich fühle so manchmal so in so einem kleinen Kämmerchen und schränke mich selber so ein und so mal sagen, nein, ich will andere Videos machen. Ich will ganz neue Videos machen und nicht einschränken lassen und so. Und vielleicht ist das ein erster Schritt, dass ich mich traue, auch persönliche Videos zu machen oder private Videos, wo ich so einfach erzähle oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall dachte ich, ja, wird es langsam Zeit. Hier aus meiner Sicht, und ich habe Kontakt zu David Müller aufgenommen, er hat mir geantwortet. Ich habe ihn gefragt, sag mal, ist das echt? Du bist doch Schauspieler. Er hat gesagt, ich soll es nicht verraten. Ich muss es einfach, weil er ist so sweet. Es ist gespielt. Es ist gespielt. Und dadurch, vielleicht meint das Frau Leker damit, über Authentizität als Inszenierung reflektieren. Da hätte sie dann mal recht. Okay, jetzt gehe ich hier weiter und komme zur Aussetzung, also zum Thema des Vortrages, mitmachen und lieber scheitern. Und hier kommt jetzt meine Intervention. Oder mein Gedanke, warum ich glaube, dass ihre Unpässlichkeit die kalten Füße sind, die Angst vor ihrem eigenen Statement. Weil dieser Respectful Net Theater Channel, aus dem jetzt dieses Material herkommt, ist gemessen an Klickzahlen eine richtige Nicht-Erfolgsnummer. Es geht so gar nicht. Die haben so zwischen 15 und 50 Views. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es hat wenig Sichtbarkeit. Und jetzt kommt sie auf die These und da muss man sich echt mal an den Kopf hacken. Das könnte doch sein, nachdem sie das gelesen hat von der Wendy Chan zu der algorithmischen Authentizität und wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren und dass die Ambiguität ausschließen, dass sozusagen ihre Sachen nicht weitergegeben werden, weil sie zu ambigui sind, dass der Algorithmus ihre Vernetzung keine Vernetzung macht. Also, ich bin ja eine Leakerin und liebe Verschwörungstheorien. Aber so blöd bin ich jetzt auch nicht. Die sind vielleicht einfach schlecht. Die trifft nicht das, wie Social Media gehen. Ein kleines Beispiel. Das ist wieder Fanny Seiberton, die über eine Episode berichtet aus dem Netzwerk-Channel. Die 43. Today I'm so very, very, very... Hi. I'm Fanny Seiberton, your consultant for digital cultures, coming to you from the year 2043. Today, I'm so very, very, very excited. This is because the Respectful Net Theater channel uploaded a new episode under the topic, What do we mean when we speak about digitality? With the media scholar Klaus Piers, professor for media history and media theory, and the director Kai Voges, specialist in theater and digitality. Klaus Piers says, digitality is so normal already in your time that it's a decision to be offline. And Kai Voges says, enjoy complexity of digitality and have some doubts. So follow these brilliant people who know so much about your better futures in digitality. Das war nun ein Beispiel von Martina Leker in der Rolle von Fanny Seiberton. Und dann hat sie hier auch noch mich reingemacht. Das wollen wir uns noch kurz ansehen. Und dann muss ich wirklich zum Ende kommen. Mein Video auf dem Netzwerk-Channel hatte immerhin 700 Views. I'm Lotte Leker. Da hatte ich die Haare noch ein bisschen kürzer. I'm a self-proclaimed leaker and conspirators on the new project, the
respectful net theater channel. I have to tell you the truth about them. I found in the internet that they are doing unpaid work, that they are a non-profit organization, that's a project of your heart, informing you about digital cultures by looking at theater and digitality. Don't believe them. They have this strange project, which is called the hashtag apparatus. They ask you to comment on their content by doing funny things in social media. Don't forget, participation in digital cultures means giving data. It's all about the invisible labor, which is so typical for our digital cultures. And now this is top secret. Don't speak about it. The last time I had been to the canteen of Facebook, I heard them say that they pay this respectful net theater channel. Hi, I'm Lotte. Up to you, ob ich bei Facebook in der Kantine war. Genau. Das sind Beispiele, wie versucht wird, in diesem Respectful Net Theater Channel auch Wissen zu generieren, über die sozialen Medien und die Generierung, die Produktion von Wissen zu reflektieren. Absolut unerfolgreich. Martina Leker meint, dass das jetzt zu einem Konzept werden sollte. Ich frage mich, will man damit das eigene Versagen, das eigene Scheitern nobilitieren, groß machen? Und was passiert eigentlich, wenn sie jetzt plötzlich doch viele Views hätte? Dann wäre ihr Konzept schon wieder hinüber. Aber das hat sie gesagt, soll ich hier sagen. Wissensvermitteln, Kulturen der Aussetzung mitmachen, weil die Algorithmen immer mitspielen. Sobald man sich in Social Media reingibt, kann man nicht gegen sie gehen. Man ist immer Teil davon und muss mitmachen. Und dass auch Museen zu Orten des Aussetzens werden sollten. Also so mitmachen. Environments bieten, wo man das machen kann und aber auch sozusagen, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, die ganzen Gescheiterten aufnehmen und denen einen Raum geben. Geht's noch? Und sie sollen eben auf keinen Fall irgendwie diese gehypten Sachen mitmachen. Jetzt auch jedes Theater, jedes Museum macht jetzt auch was auf TikTok. Um dieses Fast-Forward-Wissen, was ja bestimmte auch problematische Dinge hat, nicht zu unterstützen. Und dann hat sie noch, das hat sie heute Morgen, vielleicht war sie im Fieberwahn noch eingegeben, dicke Bücher und endlose Archive, das sollen die Museen machen und die Leute sollen sich wie Bücherwürme da durchfressen, um nochmal einen Geschmack davon zu haben, was es ist, ausgebreitetes Wissen zu haben, Wissen, was einen schon zugleich erschlägt. So, genau, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.